Hallöchen, Unboxing. Ich habe ein Paket bekommen vom lieben Laser. Ich muss es jetzt erstmal hier so machen. Danach gehen wir auf die Werkbank, wie gewohnt. Ja, ich packe es nur schnell aus und packe es dann da hoch und dann sage ich dazu nochmal was. Ich probiere es jetzt erstmal. Er hat mir ein paar Anweisungen gegeben. Also mal schauen. Er hat gesagt, so hinstellen, dass ich es lesen kann. So, probieren wir es jetzt auch mal. Und ich glaube, vorsichtig hat er auch gesagt. Ich bin mir ja auch nicht mehr sicher. Er hat mir so viele Anweisungen gegeben, dass ich gar nicht mehr weiß, was es alles war. Alles live. Ein S. Was heißt S? Was ist das? Noch eine Konfettikanone. Du Drecksack, Konfetti-Kanone. Kanone. Kapone wollte ich sagen. Ah, Katzen. Die amüsieren sich wieder. Hier viel Werbung. Luftballons, was ist das? Fliegender LED-Propeller. Was? So, gleich nochmal richtig gucken. Fernbedienung, okay. Ein Heli! Er hat mein Heli reingepackt. Ich kann endlich fliegen. Er hat ja von mir zwei bekommen, die ich nicht zum Laufen gekriegt habe. Und ja, dann gucken wir uns, wie gesagt, gleich nochmal an. Coole Nummer. Was ist das? Was ist das denn? LED-Fingerlampe. Vier Stück. Was zur Hölle ist das? Oh, was hat er hier alles reingepackt? Oh, was ist das denn? Pinky Pong, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Oh, da freuen sich meine Kids. Was haben wir hier noch? Ah, Knicklichter, da hat er erst ein Video gemacht von. Ich bin aber nicht in der Kamera, muss man sagen. Na, egal. So, machen wir mal hier weiter. Eine Corson Wheel Pro LCD. Sehr lustig. Gar kein Weg. Ja, die hat er mir mit reingepackt, wegen. Die hatten einen dritten Kanal mit Nullstellung. Da wollten wir ein bisschen was testen. So. Ist da ernsthaft eine Pizza drin? Papier, Papier. Er hat gesagt, im Papier ist nichts mehr drin. Geile Nummer. Das ist ja geil. Na, da werden sich die Kinder freuen. Ja, die Kinder haben coole Nummer. Was haben wir hier noch? Reifen und Mass. Ah, das ist Ladekabel vom Helikopter, nehme ich an. Eins sagt der Buggy-Räder, auf die ich ja so schwöre, diese Konrad-Reifen. Richtig cool. Hab ich gleich noch neue für einen neuen Buggy. Shit, geht der Platz aus. Oh, die sind ja echt groß. Das sind 1 zu 10er Monster Truck Räder. Die wollte ich mal auf dem Axial testen. Da bin ich gespannt. Oh Gott, so viel. Oh Gott, fällt alles weg. Krasse Nummer. Okay, ich mache jetzt erstmal hier einen Cut und dann gehen wir nochmal da hoch. So, jetzt sind wir oben. Ihr seht, Chaos ein bisschen. Tja, dann fangen wir doch mal an. Ja, die Reifen. Echt noch gut in Schuss. Alle, also. Freue ich mich auf jeden Fall, weil ich finde die eigentlich echt gut. Für den Preis sind die echt unschlagbar. Haben schon einiges hinter sich bei mir. Packe ich erstmal hier hoch. So. Machen wir es mal noch mit den nächsten Reifen. Die sind eigentlich neu. Ich will mal gucken, ob die auf meinen SE Extend draufpassen oder auf dem von meiner Frau. Mal schauen. Mal gucken. Sind auf jeden Fall fast neu oder sind sogar neu. Packe ich auch erstmal.
bisschen zur Seite. Hier ist das nächste große. Also ich vermute jetzt mal, der Empfänger ist hier unten drin. Tada, da ist er auch. Er hatte gesagt, dass die Reichweite bei der Funke nicht so pralle ist, aber es ist mir ja Ritze, wenn ich den für meinen Scaler nehme. Ist es mir ja Banane, auf die Reichweite jetzt 200 Meter oder 20 Meter sind, weil so schnell fährt das Auto nicht von mir weg. Von daher passt das. Oh, jetzt machen wir mal ein bisschen. Huch. Oh nein. Da war es gerade kurz grün. Testen wir mal jetzt den Heli. Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Wo geht er denn an? Ach, da unten. Er geht. Der hat ja noch richtig, richtig Wumms. Nicht wie meine. Da werde ich nachher auf jeden Fall meine Flugstunde nehmen. Da freue ich mich auf jeden Fall übelst. Das ist eine coole Nummer. Ich habe schon immer wieder einen gesucht für die Wohnung eigentlich, um meine Katzen zu ärgern und so. Aber irgendwie hatte ich nie Glück. Und das gehört auch noch zum Spiel dazu. Irgendwie hatte ich nie Glück. Der eine hat nicht lange gehalten, der andere ist neu gar nicht. Konfettikanone. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich die wirklich zünden will. Naja, mal schauen. So, jetzt haben wir hier. Das kann ich euch jetzt eh schlecht zeigen. Das lasse ich eingepackt. Oder? Das kann ich euch jetzt echt schlecht zeigen. Das lasse ich einfach mal eingepackt. Luftballons zu meinem 10. Geburtstag. Brauche ich die auch nicht mehr besorgen. Richtig cool. Der nee, Luftballons. Ja, er hat halt gesagt, er hat ein bisschen was für die Kinder reingepackt. Das ist natürlich eine richtig coole Aktion. Die packen wir mal aus hier, die Dinger. Was ist das? Na komm schon. Ist doch nicht normal. Da noch irgendwas machen. Ah. Okay, da hat die rote irgendwie einen weg oder so. Keine Ahnung. Ja, die rote scheint einen weg zu haben. Ah, das ist halt bei Pfennigartikeln oder beziehungsweise Euroartikeln ist halt die Gefahr, dass irgendwas im Eimer ist. 50-50 ist leider echt so. Merkt man immer wieder. Lichter, die er erst gezeigt hat. Die brauche ich jetzt ja eigentlich nicht zeigen. Schaut doch mal bei Laser, da hat er die getestet. Auf jeden Fall cool. Da freuen sich die Kinder, da können sich Armbänder, Halsketten und so ein Krams draus bauen. Coole Nummer. Jetzt machen wir. Jetzt gucken wir uns mal die Pizza nochmal genauer an. Ist das cool? Ist hier auf so einer Pappe. Hat Haufen Gummitiere drauf, Pizza und also Pizzastückchen, außenrum Krokodile, Schlangen, Spinnen, Würmer, Echsen. Coole Nummer, damit wir echte Kinder gleich erschrecken. Okay, jetzt meldet sich der Akku. Wir müssen schnell machen. Dann haben wir noch das hier. Das werde ich die Kinder auspacken lassen. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Ja, was soll ich sagen? Achso, zum guten Schluss, die zünden wir jetzt noch. Dafür, dass das Video doch ein bisschen kürzer sein müsste. Muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Anwendungen mit den beiden Händen halten und Fallrichtung drehen. Okay. Tada. Okay, ich muss jetzt aufräumen. Wow, hat sich gleich die Kamera verabschiedet. Ja, ich räume jetzt auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hallöchen. 15. des Monats. Ne, heute ist es 16., glaube ich. Aber Loot-Chest-Zeit, wie immer. Bevor wir anfangen, möchte ich mich erst nochmal bedanken bei nun mittlerweile über 1000 Abonnenten.